Piraten geben Rat. Ihre Rechte beim Jobcenter. Der nächste bitte. Hallo. 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 Wir kennen uns ja schon. Ja. Wen haben Sie da mitgebracht? Mein Begleiter. Ich denke, wir kommen auch ganz gut alleine klar. Also Ihr Begleiter kann sich gerne dann vorne noch hinsetzen. Lassen Sie sich nicht beirren. Natürlich können Sie eine Person Ihrer Wahl zum Gespräch beim Jobcenter mitnehmen, damit Sie später einen Zeugen haben. Dies muss auch kein Anwalt sein. So, Sie können sich dann einmal setzen. Solch ein Gruppenbüro entspricht nicht den Regeln des Datenschutzes. Sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, ein Einzelgespräch bei Ihrem Sachbearbeiter einzufordern. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, zu Unrecht gespeicherte oder nicht mehr benötigte Daten löschen zu lassen. Und bekomme ich noch eine Niederschrift von dem, was wir besprochen haben? Nö, ich denke, das ist nicht nötig. Okay. Halt, stopp! Das sollten Sie auf gar keinen Fall tun. Lassen Sie sich auf jeden Fall immer alles schriftlich bestätigen. Mündliche Zusagen sind absolut wertlos und haben keinerlei Beweiswert. Ich möchte Sie jetzt einmal bitten, noch die Eingliederungsvereinbarung zu unterschreiben, und zwar auf der letzten Seite. Ich wollte die eigentlich erst zum Durchlesen mitnehmen. Ne, die wird hier unterschrieben im Haus. Okay. Das ist die letzte Seite. Hier hat die Sachbearbeiterin Unrecht. Natürlich dürfen Sie die Eingliederungsvereinbarung mit nach Hause nehmen, um sie sich durchzulesen. Bei Bedarf können Sie auch eine Beratungsstelle in Anspruch nehmen. Sollten Sie die Eingliederungsvereinbarung nicht unterschreiben, wird das Ganze später als Bescheid erlassen, wogegen Sie auch Widerspruch einlegen können.